Hallihallo, Hallöle und willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator. Und ja, wir machen halt weiter mit unserem nächsten Werkstattkunden. Es steht auch schon wieder einer an der Kasse und unsere Lieferung, unsere Alkohollieferung, die wartet schon vorm Lagerhaus. Da müssen wir dann auch gleich noch hin. So, zack, 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 einmal Reifen wechseln. So. Haben wir noch was zu reparieren? Ja, und zwar hier den Lack einmal. So, nehmt mal her hier. Klicki, klicki. Lucky, lucky. Spaßi, hallo? Jetzt mal ganz ehrlich, ich sehe hier keinen Kratzer mehr, ich würde schon sagen. Aber hier war noch ein kaputter Reifen. Jetzt müssen wir uns aber beeilen hier. Sonst haut uns der Kraftstoff wieder ab. Zack. Klick, 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 klick. Ja, 270 Tacken. Okay, dann mal ganz schnell tanken hier. Great. Gut, und kassieren wir noch schnell die Kunden ab. Ja. Und das Coole ist, dann haben wir auch mit den Kunden gleich das nächste Level. Well do, Aufgabe erledigt. Bringe die Tankstelle auf Level 3. Zack, machen wir mal. Yay! Level 3! Was ist denn schon dabei? Aber ich guck mal, ob ich hier jetzt. Genau, jetzt kann ich mir dieses Lager einmal anhören. Das machen wir auch noch. Cool. Da wartet immer noch unser Transporter und dann kassieren wir den hier mal noch ab. Have a nice day. Jo. Ja, have a nice day. Einmal fegen, bitte. Da-da-da-da. Ach, putzen ist doch sowas Tolles, oder? So, gut. Dann holen wir unsere Lieferung. Komme. Chill mal, Cowboy. Von wegen nur Bier. Zack. Oh, da haben wir noch mehr drin. Aber That'll do. muss jetzt auch noch ein bisschen mit der Knarre aufpassen, weil die Reifen sind ja auch immer schweineteuer, ne? So, und dann immer warten, bis er rausgefahren ist. Ich habe mir hier schon mal ein Auto eingesperrt. Beziehungsweise einen Lieferwagen. Okay. Da komm her hier, komm. Zu. Oder der war noch nicht richtig durch, dann ist das Tor hinten aufgeblieben. Ja. Und dann haben die Diebe. Sagen wir dir jetzt so doof, das Ding da reinzustecken. Also, Kunde in Werkstatt. Bin unterwegs. Oh, ich muss auch unbedingt mal aufräumen. So. Aber in der Werkstatt ist es nicht ganz so wichtig, wenn da der Schmarrn rumliegt. Schon wieder ein Reifen. Junge, Junge, Junge. Die Straßen hier müssen ja nicht so toll sein, ne? Tankstelle soll man. Eine Bushaltestelle. Ja, was wollen sie. Oh Gott, drei Reifen. Donnerlottchen. Aber.
Da rollt der Rubel wieder. So. Und noch ein. So. Na, das sieht doch wieder schicki aus. Machen wir das mal gleich weg hier. Hier und hier und da und dort und das. Erstmal Müllbeutel durch die Gegend werfen, halt. Der Container ist auf der anderen Seite. So, cool, cool. Dann räumen wir gleich mal das Alkoholregal ein. Job there. Jo, nice, nice. Ah, herrlich. Macht schon Spaß. So, place all, 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 all. Und jetzt haben wir auch noch Alkohol zum Verkaufen. Pretty nice. Ach, schaut, meine Tankstelle hat sich auch wieder vergrößert, ne? Sehe ich gerade. Stimmt. Boah, ich wollte gerade sagen, ich lasse es trotzdem mal so stehen, aber irgendwie läuft er jetzt dagegen, ne? Okay. Ja, dann müssen wir das Ding umstellen. Stelle ich das erstmal hier in der Mitte hin. So. Genau. Und alles wieder rein. Gut. Ja, was man mittlerweile auch kann, wenn man aus Versehen mal ein Fläschchen genommen hat, kann man das wieder zurücklegen. Das ging ja manchmal auch nicht. War ein bisschen verbuggt. Aber haben sie alles gleich gefixt. Finde ich gut. Jo. Speichern. Hustapsen. Genau, die machen wir noch weg. Gut. Runde an Werkstatt. So, unterwegs. Ja, man sieht das immer erst, wenn er fertig ist. Aber okay, zwei Reifen und zweimal Türen, also den Lack an den Türen ausbessern. Beziehungsweise Kratzer entfernen. Gut, 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 gut. Die Geräusche sind schon genial hier. Nee, halt, machen wir erst den Reifen. Der kommt dahin. Und dann werde ich auch mal Reifen nachbestellen. Ich traue mich irgendwie noch nicht so wirklich, die Bushaltestelle frei zu machen. Aber es, ne? Müssen wir. Nur Partybusse sind immer sehr anstrengend, bringen aber auch Kohle. Also es wäre halt so richtig cool, wenn man den kompletten Lack erneuern könnte hier, finde ich. Also schön sind die Autos ja nicht gerade, ne? So, ein Kunde an der Zapfsäule. Ich kann mir vorstellen, dass der Kraftstoff auch gleich wieder gering ist. Ja, sag ich doch. Mal gucken, können wir denn jetzt mehr tanken? Kraftstoff. 350 Liter, dann kaufe ich mir nicht jetzt 200. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Ruhe. Und, aber, oder und, aber, ich könnte auch noch mal schauen, ob ich schon eine Zapfsäule dazu brauchen kann. Schau ich gleich mal. You're amazing. So. Nee.
Warte mal, ich glaube, das war irgendwo anders, oder? Ich könnte jetzt noch das erhöhen. Wann kriegen wir denn mehr Zapfsäulen? War das hier drüber? Da merkt man schon, dass ich eine Weile wieder nicht gespielt habe, ne? Das ist ja nur für die Werkstatt. Das lasse ich mal noch, weil da muss ich noch mehr einkaufen. So viel Money haben wir nämlich gerade nicht, ne? Deswegen überlege ich gerade den nächsten Schritt. Ich könnte auch noch mal ein Darlehen aufnehmen, aber ich muss ja nachher auch das Darlehen für den anderen noch machen. Was ist denn das hier? Ah, okay. Ne, das will ich auch noch nicht. Das Deko, glaube ich. Tapse? Hier, gleich zwei. Okay, dann einmal abkassieren, please. Oh, echt jetzt? Cool. Polizei kauft Alkohol. Alle holen. Irgendwo hups. Uiuiui, ich komme. Einmal öffnen, please. Okay. Gut. Leider sieht gut aus. Wartet mal. Ah, dies hat sich auch vergrößert. Na gut. Aber ich kaufe jetzt erstmal noch Reifen nach. Davon habe ich, bin ich nicht mehr so viel. Der Preis ist aber gerade nicht schön, ne? Von den Kratzern, der ist gut. Im Autospiegel auch. Okay, ich lasse die Reifen doch mal noch. Und kaufe jetzt mal das. 300 noch was. Das geht nun wieder ab, ne? So. Kundenwerkstatt. Doch, einer. Naja, haben wir noch. Die Reifen waren halt heute halt so teuer. Ich hoffe, die sind morgen wieder ein bisschen günstiger. Wir wollen ja ein bisschen sparen hier. So. Ah, wir können erst tanken, wenn der Kunde ausgestiegen ist. Just as I wanted. Ja. Jupp. Ist der Lieferant schon da? Ah, der ist in Anmarsch. Mach mal die Tür schon mal auf. Zack. Einmal einfahren, please. So, ausladen. Habe ich jetzt ausgeladen? Ja. That'll do. Will do. Ja, das war's schon. Ich kann ja hier auch mal wieder ein bisschen was entsorgen. Das ist ja noch. Genau. Ist gerade kein Kunde da. Passt das? Damit wir das Lagerhaus ja auch mal auf Vordermann bringen. Okay. Knapp daneben auch vorbei, wie immer. Das haben wir aber getroffen.
Das auch. Na nehmen. Okay. Gut, ist glaube ich noch reingefallen. Dann einmal wieder schließen. Und wir haben einen Kunde an der Zapfsäule. That'll do. Fertig. Also ich würde sagen, ja, das ist $530. Und dass wir irgendwie noch mal ein bisschen was sammeln, um noch mal nachzukaufen. Ein paar Snacks. Und vielleicht noch die Autoreifen. Schon wieder ein Kunde an der Werkstatt. Oh, vielleicht auf die Autoreifen zuerst. Und dann dem, also die Bushaltestelle frei machen. Ja, ich glaube, so werde ich das machen. Gut, hier haben wir noch einen Reifen. Also, ja, wir müssen die Reifen zuerst holen. Ich habe ja ein bisschen gehofft, dass wir noch in den neuen Tag gehen und wir einen besseren Preis haben. Ah, sieht nicht danach aus. Gut, dann müssen wir nochmal Lack wieder reparieren. Place all. Mal wieder ein bisschen mehr. Hier habe ich leider nichts. Und hier können wir auch auffüllen. Place all. Ja, haben wir noch ein bisschen Ruhe. Alten Reifen hier wieder einsammeln. Okay. Kunde am Kraftstoff. Bin schon unterwegs. Ja, stellen wir erstmal Reifen nach. Wäre natürlich besser gewesen mit einem besseren Preis. Vielleicht hat der sich ja jetzt auch im Laufe der des Tages noch was verändert. Schauen wir mal. Lieferung, Autoteile, Reifen. Nee, ist immer noch rot. Was sagt denn der Preis? Uff, deutscher ja gerade, ne? Ich ahne irgendwie so Böses. Ja, egal. Wir brauchen die Reifen. Zumindest 4. Ich bestelle mal nur 4. Sobald die vom Preis besser sind, dann vielleicht ein paar mehr. So, Fußzapfen. Ja, haben wir. Wie schaut es in der Toilette aus? Gut. Aber der Müll stinkt. Den müssen wir unbedingt leer machen. So. Ich habe irgendwie gerade aus Versehen Kunden verprügelt mit dem Müllsack, der eigentlich gerade noch vor mir war. So. Einmal Kasse. 6 Artikel. Hier wird Bier gekauft. Und Chips. Great job. Great job. Yeah. Durch einen durchlaufen, ne? Ja, sieht gut aus. Also wir brauchen unbedingt Snacks. Great job. Ja, muss ich schon ein bisschen jonglieren. Ach komm, Scheiß. Ich hol mal noch Snacks nach. Grün, 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 grün. Alle grün. Okay. So.
Komme. Ja. Hüp, hüp. Hüp, hüp. So. Einmal ausladen. Und in Werkstatt. Ja, kannst wieder losfahren hier, Schnurri. Ein paar Bretter loswerden. Ah, ich glaube, das nimmt der hier nicht so. Das ist reingegangen und das. Ja, gut. Einmal schließen. Obwohl, nee, wartet mal. Das war jetzt blöd. Huch, hier kommt doch schon der nächste. Mal wieder auch mal. Ich hoffe, die Kunden warten. Sonst ist jetzt gleich einer weg. Ja. Gott. Meine Kiste ja eh nicht schwer. So. Es kommen neue Snacks. Lecker, lecker, lecker. Chips und Popcorn für alle. So. Also, der Teddy ist ja süß, ne? Wollt ihr nicht hier lassen? Das ist doch niedlich. Aber nicht schön platzieren, leider. Kann man nicht? So, hier irgendwie so. Nee, geht nicht. Ach, schade. Na gut, Teddy, du musst weg. Tut mich leid. Ah, ich muss das Tor schließen, sonst klauen die hier. Gut. Ah, der Werkstattkunde, ich glaube, der haut gleich ab. War ein bisschen getrödelt hier gerade. Aber erst müssen wir einen Kraftstoffkunden machen. So, mal gucken, ob wir die noch halten können. Ich beeile mich hier schon. Bin da. Nicht weggehen. So, jetzt. Hier können wir mal die Reifen reinlegen. Und da haben wir noch einen Reifen. Zack. Zack, 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 zack. Auch langsam mal hier angestellt, ne? Definitiv. Da haben wir noch einen kaputten Reifen. Aber auch wirklich für die Reifen den Höchstpreis bezahlen gerade. Und zwei Spiegel. Junge, Junge, Junge. Das gibt Money. Have a nice day. Have a nice day. Komme. Oh, putzen müssen wir auch schon wieder. Sieht schlimm aus hier. Und Power hier. Just as I wanted. Okay, einmal putzen. Sonst finden die das nicht so schön, wenn das hier so schmuddelig ist. Müll ist auch schon wieder fast voll. Ah, okay. Ja, da ist noch einer. Okay. Gut. Gut, gut, Knut. Thank you. Thank you. Na dann, placen wir mal hier alles. Aber Chips haben wir noch, deswegen lasse ich die auch noch draußen. Oder? Ach komm. Mal einmal voll, passt dir alles rein.
Ja. Na gut, dann kümmern wir uns jetzt, glaube ich, mal um die Bushaltestelle. Noch ein weiter. Hallo, ich krieg doch schon. Toilette noch nicht. Ah, hier war das mit der Kraftstoffsäule. Wie viel Geld haben wir denn gerade? Ich gucke erstmal, was die Bushaltestelle kostet. 99. Geh mal zurück. Und dann holen wir uns noch die zweite Kraftstoffsäule. Ich könnte sogar die dritte auch schon holen, aber. Naja, wir haben noch 378 Dollar. Das ist jetzt nicht so viel, aber wir können mehr Kraftstoff verkaufen. Du hast eine neue E-Mail. Touristenbus, ja, ne? Ich ahne Schlimmes. Ja, lasst euer Müll da ruhig liegen. Solange wie ihr den hier nicht umherwerft, alles gut. Und dann Kraftstoff. Oh oh. So. Leute, guckt mal, was da hinten kommt. Ich bekomme Angst. Aber wisst ihr was? Darum kümmern wir uns das nächste Mal. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und ja, würde sagen, wir sehen uns mit dem Partybus in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, wenn es euch ein bisschen gefallen hat. Also, bis zum nächsten Mal. Für dich, Servus und Goodbye. Eure Chanella. Oh, sie kommen!